Seit 30 Jahren kämpft Terre de Femme für die Rechte von Mädchen und Frauen in Deutschland und auf der ganzen Welt. Gewalt an Frauen hat viele Gesichter und macht auch vor Grenzen keinen Halt. Laut der UNO wird jede dritte Frau einmal in ihrem Leben geschlagen, vergewaltigt oder anderweitig missbraucht. Am 25. November ist der Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Zu diesem Tag hat Terre de Femme vor 10 Jahren begonnen, eine Fahnenaktion zu machen, die mittlerweile von vielen anderen Gemeinden, von den Gleichstellungsbeauftragten, von verschiedenen Ministerien, aber auch von den Frauenverbänden übernommen wurde. Die Grünen in Nordrhein-Westfalen beteiligen sich zum dritten Mal an dieser Aktion. Allein im letzten Jahr wehten fast 6000 Fahnen in 850 Städten und Gemeinden. Im letzten Jahr, 2010, wurden in Nordrhein-Westfalen 150 Fälle von Menschenhandel registriert. Das sind die offiziellen Zahlen des Landeskriminalamtes. Wir wissen aber, dass die Dunkelziffer sehr wahrscheinlich viel höher liegt. Eben auch deshalb, weil bei vielen Opfern eine gewisse Distanz zu staatlichen Behörden da ist und viele sich eben auch nicht melden, wenn sie Opfer von Menschenhandel geworden sind. Das heißt, die Dunkelziffer ist viel höher. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert 8 spezialisierte Frauenberatungsstellen, die Opfer von Menschenhandel beraten. Daneben gibt es runde Tische auf Landesebene, die eine Vernetzung zwischen den verschiedenen Bereichen Justiz, Polizei und Frauenpolitik herstellen. Und es gibt Fortbildungsmöglichkeiten für Polizei, Staatsanwaltschaft und Richterinnen und Richter zu dem Thema. Da viele dieser Opfer von Frauenhandel eben auch in den Strafverfahren wichtige Zeuginnen sind, müssen wir noch weit mehr Anstrengungen unternehmen, um den Opferschutz auszubauen und Vertrauen in die Ermittlungsbehörden zu wecken bei den Opfern, damit diese dann auch aussagen und wir letztlich auch hier bei der Bekämpfung dieser menschenverachtenden Kriminalität auch einen Schritt weiterkommen. Opferschutz ist auch ein Thema vor Ort. Hier müssen alle zusammenarbeiten. Das heißt, die Frauenberatungsstellen, die für die Frauen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind, wichtige Anlaufstellen da sind. Aber auch andere Behörden müssen eng sich vernetzen, Polizei, Staatsanwaltschaft, Justiz, damit wir über mehr Opferschutz auch zu einer besseren Strafverfolgung kommen. Und zu einem besseren Opferschutz gehört es dann auch, nach einem Zeugenschutzprogramm die Frauen nicht wieder in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken und abzuschieben, sondern ihnen auch hier ein sicheres Bleiberecht zu gewähren. Und darüber, denke ich, werden wir auch die Aussagebereitschaft weiter erhöhen und viel mehr Frauen auch aus dieser Zwangsprostitution herausbekommen und letztlich auch die Täter bestrafen können. Jede gehisste Terre de Femme-Fahne, frei leben ohne Gewalt, setzt ein sichtbares Zeichen gegen eine der vielen Formen von Gewalt an Frauen und Mädchen. Unsere Fahne gilt in diesem Jahr den Opfern von Frauenhandel.